seit gestern im Kanton Glarus die Jäger zu Fuß auf Biersch, so wie früher halt. Während der Jagd gilt nämlich ein allgemeines Fahrverbot. Spezielle Fahrbewilligungen, die es sonst gibt, gelten nicht. Das Verbot gilt im Glarnerland einiges zu reden, vor allem natürlich unter den Jägern. Die fühlen sich nämlich unnötig schikaniert, wie der Christian Lipp in seinem Bericht zeigt. Gestern, eine Stunde vor kalendarischem Sonnenaufgang, hat im Kanton Glarus offiziell die Hochjagd angefangen. Der grösste Bock für viele Jäger ist aber schon vor mehr als 2 Monaten geschossen worden. Im Amtsblatt vom 25. Juni hat man nämlich lesen, dass die Jäger mehr zu Fuß gehen müssen. Ein absolutes Fahrverbot auf Wald- und Alpstrassen, sogar für solche Jäger, die wegen einem Ferienhaus weit oben sonst das ganze Jahr durch eine Fahrbewilligung haben. Auch Autostopp bei einem Älpler ist einem Jäger strikt verboten. Die Kantonale Jagdkommission, die das neue Gesetz ausgeheckt hat, will so mehr Gerechtigkeit für alle, dass alle den gleichen Anmarschweg haben, egal ob sie Häuslebesitzer sind oder nicht. Das Fahrverbot passt aber lange nicht allen Jägern. Wir haben ein Büchlein und in diesem Büchlein haben wir so viele Gesetze. Sie würden bald auf die Gesetze rein tun, die man darf machen und nicht die, die man nicht darf machen. Weil wir wissen nämlich bald nicht mehr, was machen vor lauter Gesetz. Also, dass sie bald mit dem Anwalt auf die Jagd müssen? Mehr oder weniger kann man dem so sagen, ja. Was ein echter Glarner Jäger ist, lässt sich von so einem Gesetz aber nicht so rasch ins Boxhorn jagen. Wer es irgendwie richten konnte, ist halt einfach schon am Abend vor Jagdbeginn mit dem Auto raufgefahren. Das neue Gesetz verbietet es nämlich ausdrücklich nur während der Jagdzeit. Was halten Sie von dieser neuen Verordnung? Ja, ich habe nicht viel zu halten. Ich bin Gesetzesvertreter oder Gesetzeshüter und da muss ich mich dran halten. Das geht nicht anders, oder? Aber heute fahren sie noch mit dem Auto. Heute tun sie es noch tolerieren und dann fahre ich natürlich selbstverständlich auf, oder? Und dann nachher? Ja, nachher laufen wir. Ich bin sogar in dieser dummen Lage, ich muss ja zwischendrin aber wieder arbeiten, oder? Und du musst dann nachher einfach rauflaufen. Immer, die ganze Jagd. Was meint der kantonale Jagdverwalter zu Glarus unten zu den Klagen aus der Jägerschaft? Der Jäger, der bewiesenermaßen eine Aufgabe erfüllt und im Prinzip auch ein Naturschützer ist, sollte da ein Vorbild sein. Es nützt natürlich nichts, wenn ich über Mountainbiker, Gleitschirmler, Pilzler, Militär, Wanderer und über den Tourismus wettere und dabei mir Recht rausnehmen, wo man eigentlich bei den anderen verdammt. Ein bisschen anders kommentiert ein Wirt und Jäger im Klöntal die Stimmung von seinen Kollegen. Hier bei uns im Restaurant war die Stimmung sehr schlecht. Es ist der Jagdverwalter ist an Pranger gestellt worden. Es sind teilweise Politiker sind an Pranger gestellt worden, weil einfach die Jäger nicht einverstanden sind mit dem. Das neue Fahrverbot hat aber nicht nur Gegner. Ja, an mir kommt es nur entgegen. Aber die Eltern sind einfach der beschissen, oder? Das neue Gesetz fördert vielleicht jetzt auch alternative Transportmittel. Und wenn dann vielleicht aber im nächsten Jahr der Trick mit dem Auto am Vortag der Jagd halt auch nicht funktioniert, dann kommt das Wandern bei allen Jägern vielleicht wieder mehr in die Mode. Ein Tag nach der Glarner ist heute die Bündner Jagd angegangen.